Gut. Super. Ja, Matthias hat mich schon erkannt. Wunderbar. So, klappt das? Ja. Wunderbar, danke schön. Ja, super. Ich bin Marlene Laufer. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin und arbeite momentan als Postdoktorandin an der Uniklinik in Leiden in den Niederlanden. Und wir haben dort ein Programm aufgestellt, das sich damit beschäftigt, personalisierte genetische Therapien für Patientinnen mit sehr seltenen Erkrankungen in einem Universitätsumfeld einfach zu generieren. Und dadurch, dass das Programm europaweit läuft, wollte ich das einfach nur mal kurz vorstellen. Und wenn es Patientinnen und Patienten gibt, die einfach identifiziert werden, für die sowas in Frage kommt, dann immer bitte an uns melden. So ein bisschen kurz zur Geschichte, wie diese ersten personalisierten Medikamente entstanden sind. Also wir arbeiten mit sogenannten Antisense-Oligonukleotiden und 2016 ist von unserem Kollegen in Boston ein Mädchen identifiziert worden, Mila mit Batten-Syndrom, und die hatte eine Variante, für die man feststellen konnte, dass man eine genetische Therapie individuell für sie designen kann. Und innerhalb von 1,5 Jahren ist das Ganze dann bei denen im Labor durch das Verfahren gelaufen. Also die haben die diagnostiziert, haben ein Medikament entwickelt, haben das getestet auf den Fibroblasten der Patientin, dann in der Ratte und dann einen Antrag bei der damals bei der FDA gestellt und innerhalb von 1,5 Jahren der Patientin das Medikament verabreicht. Mit Batten ist es so, das ist ja so eine Art kindliche Demenz. Und die hatte zu dem Zeitpunkt leider schon ihr Augenlicht verloren, hatte aber bis zu 60 epileptische Anfälle am Tag, und die sind relativ stark runtergegangen und auch die Dauer der Anfälle ist runtergegangen. Und das war so der erste Fall, der dann 2019 im New England Journal of Medicine publiziert wurde. Und das hat so eine ganze Bewegung in Kraft gesetzt. Und 2020 ist dann in den Niederlanden das erste Zentrum in Europa gegründet worden, das heißt Dutch Center for RNA Therapeutics, das sich eben mit diesen Therapien beschäftigt. Denn das ist eine Non-Profit-Organisation, Zusammenschluss aus drei Universitätskliniken in den Niederlanden. Und das Ziel ist momentan, sich personalisierte genetische Therapien für neurologische Erkrankungen zu generieren. Und wir machen das auf RNA-Basis. Europaweit haben wir inzwischen auch ein Konsortium, und Matthias kennt das schon. Das ist One Mutation, One Medicine, und das wird koordiniert von uns in Leiden, von den Kollegen in Tübingen und in Heidelberg. Und da kann man Mitglied werden und europaweit eben dann diese Therapien erhalten. Und global gibt es inzwischen die N-of-1 Collaborative. Da sind wir auch im Vorstand, und da sind verschiedene Zentren in den USA eben sehr viele, aber auch inzwischen Kanada, Japan, die sich mit diesen Therapien beschäftigen und auch versuchen, so ein Framework zu erstellen, wie man diese Therapien schnellstmöglich an den Patienten bekommen kann. Die Idee dahinter ist einfach, dass es viele genetische Erkrankungen gibt, die ja so selten sind, dass Pharmafirmen sich nie damit auseinandersetzen werden, weil das für die kein Profit machen wird. Und wir wollen eben in einem akademischen Setting zumindest für einen Teil dieser Patienten Therapien generieren. Und einfach nur mal zur Erinnerung, also wir gehen von der DNA in die Transkription, in die Pre-mRNA, in Splicen, in die Translation zum Protein, und wir setzen hier an. Die Antisense-Oligonukleotide sind DNA- und RNA-Derivate, die an die Pre-mRNA oder die mRNA binden können und das Splicing dann beeinflussen, und dadurch können wir Mutationen korrigieren. Das heißt, wir arbeiten nicht auf DNA-Basis, sondern auf RNA-Basis. Und was können wir machen? Es gibt verschiedene Arten von Varianten, die man mit diesen Therapien angreifen kann. Alles, was Frameshifts sind oder Nonsense-Varianten. Und da kann man versuchen, das Exon rauszuschneiden. Das heißt dann einfach Exon-Skipping. Also anstatt dass es zu einem frühen Stopp kommt und kein Protein produziert wird, würde man in so einem Fall ein verkürztes Protein produzieren. Dann muss man natürlich entsprechend testen, ob das Protein noch in genug Funktion hat, aber für den Patienten oft besser als gar nichts. Und das wird zum Beispiel gemacht für Duchenne-Patienten. Da gibt es ja diese Exon-Skipping-Therapien, wo die Duchenne-Patienten von der Idee danach dann so eine Becker-Muskuladystrophie haben, weil man einfach einen Teil des Proteins rausschneidet. Für Gain-of-Function-Varianten kann man das Gleiche auch machen und eben die Exone, in denen die Varianten sitzen, rausschneiden und da auch ein verkürztes Protein erstellen. Und da kann man so ein bisschen titrieren, diese Therapien, und sagen, wenn ich das einfach nur in 20 bis 30% der Transkripte mache, dann habe ich das Gain of Function ein bisschen runterreguliert, aber trotzdem noch genug Protein, um die normale Funktion zu erhalten.
Idealerweise würde man tiefintronische Varianten für diese Therapien tatsächlich benutzen. Tiefintronische Varianten können ja in manchen Fällen zu einem kryptischen Splicen führen und dann kommt es zu einem Einschluss eines Teil des Exons oder teilweise auch ein Teil des Introns in so ein kryptisches Exon oder dass teilweise dazu führt, dass Exone geskippt werden aufgrund dieser tiefintronischen Varianten. Und die kann ich einfach mit einem Antisense-Oligonukleotid blocken und dadurch bekomme ich ein normales kanonisches Transkript und dann das volle Protein. Das sind die idealen Varianten. Wir wissen, dass es die gibt, aber leider eben aufgrund der häufig noch exombasierten Sequenzierungen europaweit nicht so häufig erkannt. Aber es wird besser. Also wir finden immer mehr von diesen Varianten. Genau. Was muss so ein Patient mitbringen? Also die Mutation muss extrem selten sein und wir sagen tatsächlich am liebsten private Mutation und das hängt damit zusammen, wie die Regularien in Europa sind. Und zwar läuft das unter dem Named Patient Setting oder im Deutschen ist das einfach ein individueller Heilversuch. Dann dürfen wir die Therapien für den einzelnen Patienten geben. Sobald es mehrere Patienten betrifft, also wir haben oft Familien, da diskutieren wir momentan mit EMA, ob das auch noch geht. Aber wenn das irgendwelche Fauna-Mutationen sind, wo es ein ganzes Dorf betrifft am Ende, das wird dann schwierig, weil dann müsste man rein theoretisch in eine klinische Studie gehen. Und das kann man sich in einem akademischen Setting nicht mehr leisten. Wenn man eine Handvoll von Patienten hat, haben wir EMA inzwischen so weit bekommen, dass wir das wahrscheinlich auch jetzt durchführen dürfen. Die Erkrankung sollte aktuell hauptsächlich das zentrale Nervensystem betreffen und das hängt damit zusammen, dass das Therapien sind, die bereits zugelassen sind von der FDA und der EMA, zum Beispiel Nusinersen für spinale Muskelatrophie. Da wissen wir, dass das Sicherheitsprofil sehr gut ist, dass wir intrathekal sinnvoll therapieren können. Wir können auch Therapien intraventrikulär oder direkt in die Retina, also das Auge. Also wirklich alles, was das zentrale Nervensystem betrifft. Andere Gewebe, Leber, Niere, Lunge und auch Knochen. Da gibt es inzwischen Ansätze, da gibt es klinische Therapien. Aber solange diese Verfahren der Administration nicht komplett zugelassen sind in Europa, werden wir die noch nicht benutzen für diese personalisierten Verfahren. Und was da für Erkrankungen gut geeignet sind, da haben wir eine Liste bei uns auf der Website. Ich kann die auch nochmal rumschicken. Da kann man sich das anschauen. Idealerweise ist es einfach was, wo man einen Effekt messen kann. Also das sind progressive Erkrankungen oder Erkrankungen, wo es eben häufig zu epileptischen Anfällen kommt, zu Psychosen. Also irgendwie, wo es möglich ist zu messen, ob die Erkrankung anschlägt. Alles, was kongenital ist oder wirklich starke strukturelle Veränderungen im Gehirn oder im Rückenmark, das können wir natürlich nicht rückgängig machen. Also das ist niemals eine Heilung, sondern tatsächlich eine Therapie, wo wir versuchen, die Lebensqualität des Patienten, der Patientin zu verbessern. Also das ist klar, wir müssen irgendwie definieren können, ist die Therapie wirksam oder nicht. Und vielleicht ganz kurz noch, wie sowas abläuft. Also die Patienten oder die Unterlagen des Patienten und die Varianten, die kann man zu uns schicken. Wir evaluieren die dann erstmal bei uns im Haus und dann gibt es sogenannte Clinical Treatment Boards, die da nochmal drüber schauen und entscheiden, ob der Patient und die Variante für die Therapie geeignet sind. Und dann brauchen wir Patientenmaterial. Am Idealen sind das Fibroblasten, aber wir können auch mit Blutzellen arbeiten und werden dann erstmal eine Reihe von Antisense-Oligonukleotiden designen und testen. Und die besten Kandidaten gehen dann in weitere Studien. Dadurch, dass wir eben viel mit neurologischen Geweben arbeiten, versuchen wir auch Neurone, Astrozyten, Oligodendrozyten herzustellen und die Therapien direkt auf diesem Gewebe zu testen, um sicher zu sein, dass es zu keiner toxischen Nebenwirkungen kommt. Und als letztes geht das einmal in die Ratte, aber in die Ratte als Wildtyp. Also wir werden keine Ratten erstellen mit den Mutationen der Patienten, sondern wirklich einmal in den Wildtyp, um zu schauen, ob es systemische Effekte gibt. Und dann direkt in den Patienten. Und die Idee ist es, dass es innerhalb von 1 bis 2 Jahren sofort dann in den Patienten gehen kann. Und während wir das Ganze machen, ist die Idee, dass man da eine Natural History Study macht, also den Patienten innerhalb dieser 1 bis 2 Jahre gut beobachtet, verfolgt und auch einfach schon mal anfängt, Biomarker zu messen oder andere Marker, die man später dann beobachten möchte, sobald die Therapie angesetzt wurde, weil eben für viele von diesen Patienten keine Studien vorhanden sind, gar keine Ahnung haben, wie die sich im Laufe der Zeit entwickeln und wir natürlich feststellen müssen, können wir irgendwas messen, wie verhalten die sich im Verlauf der Zeit. Genau.
wir zeigen immer diese Folie am Ende, weil es immer noch so ist, dass natürlich die meisten ins Exon schauen. Also wenn es intronische Varianten gibt, die spannend aussehen und die auch wirklich krankheitsverursachend sind, dann bitte immer bei uns melden, auch natürlich für die exonischen Varianten. Und dann freuen wir uns, wenn wir zusammenarbeiten können. Und wie gesagt, wir machen das europaweit. Das läuft tatsächlich über uns momentan in Leiden. Das wird von uns koordiniert. Aber wir können Patienten europaweit bei uns aufnehmen. Das war's schon. Dankeschön. Ja, toll. Wie viele sind in der Pipeline? Wie viele? Ja. Genau, also weltweit haben wir verschiedene, eben die verschiedenen Zentren, also in den USA unsere direkten Kollaboratoren, die haben inzwischen 6 Patienten behandelt. Wir haben ein anderes Zentrum in den USA, das hat momentan 75 in der Pipeline, und zwar sind das von einer Firma ausgehend, die haben das gesponsert, das ist Ann Loram. Wir haben den ersten Patienten in Tübingen behandelt. Vor 1, 2 Monaten hat die Patientin die erste Therapie bekommen. Da warten wir jetzt noch, wie es läuft. Und wir haben mehrere Augenpatienten momentan bei uns in der Pipeline. Ich glaube, es sind 12. Ja. Und Heißt aber zwei behandelt jetzt, oder? Mila und nee, behandelt sind Mila und dann Tim hat jetzt behandelt 6 inzwischen. Ja, 2 sind aber krank geworden. Da gab es vor ein paar Wochen zu Valeria Sahn mehrere Artikel. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat. Die haben einen Hydrocephalus bekommen. Da haben sie es jetzt gestoppt und die müssen schauen, wo die Nebenwirkungen herkommen. Ja. genau, das wäre auch meine Frage. Das ist dann eine intrathekale Applikation der Das ASO. war intrathekal, genau, ja. Und das wird wahrscheinlich für die anderen dann auch so sein, wenn wir neurologische Entwicklungsstörungen uns betrachten. Ja, intrathekal. Das andere, die Möglichkeit, die man noch hätte, wäre ein Ommaya-Reservoir und dann einfach intraventrikulär. Die Therapien müssen aber so wie Nusinersen nur alle 3 bis 4 Monate gegeben werden. Deswegen würden wir intrathekal bevorzugen. Miriam hat die Hand gehoben. Ja, vielen, vielen Dank. Das war super spannend. Ich hätte auch so eine generelle Frage. Uns fällt wahrscheinlich jetzt aus allen Standorten irgendeine Familie direkt ein, die man einschleusen könnte. Gibt es denn schon in irgendeiner Form eine Liste von Entitäten, die gerade sowieso beforscht werden oder wo Patienten gesucht werden? Also mir fällt ein eineiiges Zwillingspärchen ein mit einer IRF2-BPL. Ich muss ablesen, weißt du, was Seltenes ist, ganz progrediente neurologische Degeneration. Das ist so eine Familie, die schreit danach, dass die so etwas mitbegleiten wollen würden. Aber ich ja, wäre super dankbar, wenn man schon wüsste, okay, ihr habt da 3, 4 Patienten zu denen und denen gehen und sucht weitere. Ja, das kann ich einmal rumschicken. Also wir haben so Gengruppen erstellt, weil wir natürlich hinten dran auch schauen müssen, ob das Protein dann noch die Funktion hat. Und wir haben die einfach in Gruppen eingeteilt nach den funktionellen Assays, die wir machen können, dass wir die nicht immer neu etablieren müssen, sondern einfach als Gruppe dann sagen, die passen alle zu dem Assay und die passen alle zu dem Assay, dann sind wir schneller. Das kann ich einmal rumschicken. Ich kann das aber auch tatsächlich auf unsere Website nochmal in die Genliste eintragen. Wobei wir momentan sehr offen sind. Also ich würde es einfach mal schicken und dann schauen wir uns das an und innerhalb von 1 bis 2 Wochen kann ich normalerweise sagen, das ist ein guter Kandidat oder nicht. Also ich könnte jetzt zum Beispiel diese Variante schicken, kurz im Hintergrund und auch Ja. gerne einfach per E-Mail so unkompliziert und Richtig. anfragen. Ja. Aber das Ganz ist natürlich. unkompliziert und anfragen. Und wir haben bei uns inzwischen auch Programme laufen. Da kann ich die Varianten einfach einschleusen und am Ende spuckt er mir aus, wie wahrscheinlich das eine gute Variante ist oder nicht. Und die Programme sollen aber jetzt auch tatsächlich in den Niederlanden in die Pipelines direkt eingespeist werden, dass sie die VCF-Files direkt durchlaufen und alles rausfiltern, was gut ist oder nicht. Und hoffentlich auch dann irgendwann Europa oder weltweit aufgenommen werden in die Pipelines, ja. Ja, super, danke. Wo werden die Oligos hergestellt? Ja, wir haben hier bei uns, was es nennt sich Academic Pharma, die können wir bei uns im Haus herstellen. Wir arbeiten aber auch mit kleinen Firmen zusammen, die sich darauf spezialisiert haben, Antisense-Oligonukleotide herzustellen und die machen das auch für uns. Muss jetzt nochmal politisch fragen, hat sich Tübingen von euch emanzipiert oder andersrum?
Oder ist es noch sozusagen die Achse in Europa? Okay. Ja, also über Holm, ich weiß, der war zurzeit ein bisschen beschäftigt, deswegen hat er, glaube ich, ein paar Sachen übersehen. Aber du kannst es auch direkt mir schicken und ich leite das dann an Holm weiter. Manchmal haben wir da so ein bisschen einen direkteren Zugang darüber, ja. Super, ja, die Folien, ich habe gerade gesehen, die Folien habe ich auch schon geschickt, die kann ich auch nochmal rumschicken. Nee, ich wollte gerade sagen, ich mache das, weil ich okay, super. Teile. Also ich wollte dich nur fragen, bevor ich das mache. Klar, kein Problem. Ja, wollte ich nur kurz ein paar Minuten Übersicht geben, wir haben natürlich noch mehr. Also was wir auch anbieten, wenn das für verschiedene klinischen Institute interessant ist, ich halte auch immer wieder Vorträge tatsächlich für komplette Institute und erkläre das dann nochmal im Detail, was die Patienten mitbringen müssen, wie die aussehen müssen, was die klinischen Einschlusskriterien sind. Also wenn da jemand daran Interesse hat, dann einfach bei mir melden und dann können wir einen Zoom ausmachen für eine halbe Stunde oder Stunde und dann können wir da nochmal im Detail durchgehen und das besprechen. Und wir schreiben auch gerade ein Manuskript für die Kliniker, wo wir da einmal verschiedene Varianten diskutieren und beispielhaft durchgehen, damit klar wird, wann eine Variante gut geeignet ist und wann ein Kandidat und ein Patient gut geeignet ist. Jetzt darf ich noch mal fragen, gibt es irgendwelche finanziellen Einschränkungen bei den Patienten, die in Deutschland versichert sind und dann für euch behandelt werden? Ja, sehr gute Frage. Genau, also wir haben hier bei uns ein Budget, auch europaweit, für ein paar Patienten, die wir aufnehmen können. Und wir haben auch gerade beim European Research Council neues Geld angefragt. Ob man das dann bekommt oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Ja, also was passiert ist, dass teilweise die Kliniken das übernehmen, weil das so natürlich immer noch die ersten Fälle sind, wo sie sagen, okay, wir unterstützen das, wir möchten das. In den USA läuft es inzwischen viel über Crowdfunding. Und wir müssen die Diskussion dann anfangen mit den Krankenkassen, wann das übernommen werden kann. Aber dafür brauchen wir erst ein paar Fälle in Europa, wo wir gut zeigen können, dass das funktioniert und was das am Ende kostet. Momentan haben wir da noch so eine Spannbreite, 250.000 bis 500.000 für den kompletten Ablauf mit Kosten für die Reagenzien und Personalkosten. Aber das beinhaltet ja auch, dass die ASUS dann lebenslang gegeben werden müssen wahrscheinlich. Wie ja. Ist das abgedeckt? Also ja. Ich überlege jetzt natürlich auch ganz gerade, ob es nicht Sinn macht, das tatsächlich über Holm und Tübingen laufen zu lassen, eher damit wir in Deutschland die Notwendigkeit auch irgendwo ja. gesammelt haben. Aber vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. Was ist an der Achse über Holm? Das ist zwar nicht direkt, aber das ist... Das landet das trotzdem ist, glaub ich, bei uns. Ja, genau. Also Holm beziehungsweise dann Mathis Synowczyk und Rebecca Schüle und dann Annemieke Arzmarus und Willeke van Rummum, das sind die Vorstände für ein 1M1M. Das heißt, das landet trotzdem alles immer wieder bei uns, wenn es um das Design und das Testen dann geht. Genau, bei denen ist es so, also wenn es euer Europa-Patient ist, wird 1M1M auch informiert. Also wir gehen da jetzt nicht außen rum, das ist klar. Und wir arbeiten da zusammen. Genau, bei denen in Tübingen ist eben jetzt die erste Patientin behandelt worden und da läuft das über das Krankenhaus. Aber wir sind in den Diskussionen mit den Krankenkassen. Hier in den Niederlanden ist das ganz schön gelöst worden. Da gibt es so, für jeden Patienten, der erfolgreich behandelt wird, kriegen wir die Kosten erstattet und können den nächsten behandeln. Genau, aber der Patient darf natürlich entscheiden, wie lange er diese Therapie bekommt. Die T-Sense-Oligonukleotide, die hergestellt werden, die kriegt man und das ist ein Batch und das ist so viel, dass das für die nächsten 5 bis 10 Jahre reicht. Was gezahlt werden muss, sind natürlich alle 3 bis 4 Monate die intrathekalen Injektionen. Wir gehen davon aus, dass das natürlich bei der spinalen Muskelatrophie übernommen wird. Das ist natürlich ein zugelassenes Medikament, aber dass man da Möglichkeiten hat zu diskutieren. Weil wir aber erst so wenig Patienten in Deutschland haben, also einen, können wir momentan leider noch keine Aussage darüber machen. Ja, das ist ein Kampf, kämpfen wir sehr gerne. Wir sind ständig in Kontakt mit EMA. Die sind inzwischen auch bereit, dass man nicht nur noch Einzelpatienten macht, sondern Gruppen von Patienten. Also sie sind da sehr offen, aber ich glaube, den Kampf müssen wir die nächsten Jahre kämpfen, bis dann neue Regularien da sind und auch klar ist, wie das finanziell von den verschiedenen europäischen Staaten übernommen werden kann. Genau, und den Kampf werden wir ja dann in Deutschland weiterführen müssen. Und da wäre natürlich gut, wenn wir das irgendwie in Deutschland auch zumindest über eine zentrale Stelle
Das stelle ich hier mal zur Diskussion an alle, ob das nicht mehr Sinn macht. Wir sammeln das irgendwie über die Achse Tübingen, die ja gut etabliert ist, wenn ich das so verstehe, dass wir dann auch eine Idee bekommen, wie viele sind angefragt worden, wie viele sind dann eingeschlossen worden, wie viele haben dann die Therapie übernommen bekommen von den Krankenkassen, denn das ist ja etwas, was die Krankenkassen mit uns nicht einfach so zustimmen werden. Die sind ja teuer, die Teile, dass sie die Kosten einfach so übernehmen. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir vielleicht auch mal auf den Holm zugehen oder die Rebecca-Schule ist ja jetzt in Heidelberg, dass wir das einfach nutzen, mit denen so einen Weg zu erarbeiten, um zu überlegen, wie wir das auch so hinkriegen, dass wir dann auch argumentativ gegenüber den Krankenkassen gut auftreten können. Ich weiß nicht, was denkt ihr dazu? Ich sehe jetzt nicht so ganz groß den Unterschied, wenn die jetzt schon so eng zusammenarbeiten. Also wenn man am Schluss nur die Daten braucht, ist doch fast egal, wie man fragt. Ja, können wir auch so machen. Also ich gebe dir komplett recht, Maya. Das muss zentral sein, das muss man auch zentral verhandeln. Deswegen sozusagen ist es der richtige Weg, sozusagen alle Anfragen, alle Patienten über eben Holm, der das koordiniert, zu schicken und möglichst sozusagen auch mit dieser Gruppe zu unterfüttern, würde ich sagen. Also wenn wir davon wissen, in der Gruppe mit Holm sozusagen an der Spitze, macht es am meisten Sinn. Ich war nur in einer Diskussion dabei, wo die Krankenkassenvertreter am Tisch saßen, die dann erstmal sozusagen sich zurückgelehnt haben und gesagt haben, das muss ja erstmal alles bewiesen werden. Und wenn wir Alleinkämpfer sind und jeder kämpft für sein eigenes Institut, dann haben wir keine Masse dahinter. Und Leiden wird uns da nicht viel helfen tatsächlich. Also die Daten werden wir alle bekommen, aber die Krankenkassen werden wieder fragen, ja, wie ist es denn in Deutschland? Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst. Also die Frage ist, wollen wir dann den Holm das nächste Mal auch nochmal dazu einladen? Ja, ich glaube, das ist ja gut, weil eigentlich geht es ja über Oligos hinaus. Man braucht ja im Grunde eine zentrale Stelle, wo alle Compassionate Use oder individuellen Heilversuche gesammelt werden. Wenn der das machen will. Willst du den Holm ansprechen oder soll ich das machen? Kann ich machen. Gut, okay. Ja, mache ich, habe ich mir aufgeschrieben. Lade ihn dann einfach mal in die Runde ein. Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Hydrocephalus. Ist das denn mal bei den Ratten aufgefallen als Nebenwirkung? Ja, also der Hydrocephalus ist hauptsächlich mit einer anderen Art von Antisens-Oligonukleotid zusammenhängend. Und zwar gibt es ja die Splice-modulierenden Antisens-Oligonukleotide wie Nusinersen, aber es gibt auch sogenannte Gapmers. Das sind RNase-H-aktivierende Oligonukleotide. Und das sind die gleichen, die auch in dem Huntington-Trial Tomiersen waren. Und auch dort gab es Hydrocephalus. Also wir gehen davon aus, dass es die Chemie ist, die den Unterschied macht. In den Ratten hat man wohl ein bisschen was gesehen, aber nicht so, dass es dazu geführt hat, dass die FDA das nicht zugelassen hatte, damals das Medikament. Und das Medikament an für sich war sehr wirksam. Also das waren Patientinnen, die eine starke Epilepsie hatten und die Anfälle sind komplett runtergegangen. Und dann haben die aber leider den Hydrocephalus bekommen, dann haben sie aufgehört, aber sie wollen das jetzt wieder ansetzen in einer anderen Dosierung. Also wir müssen jetzt schauen, was passiert. Wir haben uns gegen die Gapmers entschieden und wir verwenden nur die Chemie von Nusinersen, weil wir da von 12.000 Patienten weltweit inzwischen wissen, dass der Hydrocephalus ein sehr, sehr, sehr seltener Nebeneffekt ist. Ja. Ja, warte mal, das ist, glaube ich, definiert mit dem sehr, sehr, sehr selten, oder? Ich muss mal nachgucken, wie viele es waren. Ja, das, genau, Entschuldigung, das darf ich natürlich so nicht sagen. Ja, ja, aber ich muss mal gucken. Also es gibt Fälle unter den 12.000 Patientinnen und Patienten. Ich weiß aber nicht, wie viele es sind. Das müsste ich mal nachschauen. Aber da wissen wir, dass das Sicherheitsprofil sehr viel besser ist. Und von Charles River, die Studien in den Ratten machen, die haben 7 von diesen Splice-modulierenden Antisens-Oligonukleotiden in den letzten Jahren getestet und haben dort keine Nebenwirkungen in der Ratte gefunden. Die Gapmers, die machen Nebenwirkungen, das wissen wir ja. Okay, ja super, vielen Dank nochmal. Ja, danke auf jeden Fall für die Möglichkeit. Beende ich die Aufnahme. Danke.